Vor einigen Monaten hatte ich euch ja meinen neuen aktiven Gehörschutz, den Howard Lay Impact Sport, vorgestellt und auch versprochen, ein Update zu machen. Hier kommt's. Wenn es darum geht, auf dem Schießstand die Kommandos des Range Officers, der Aufsicht, des Schießleiters mitzubekommen, und zwar so, dass man auch tatsächlich weiß, was zu tun ist, oder auch die Signaltöne eines Shottimers zu hören, dann funktioniert es sehr, sehr häufig nicht mehr, wenn ich mit einem passiven Gehörschutz auf dem Schießstand stehe, da das sehr stark zum Teil die Geräuschkulisse abdämpft. Dann muss man auf einen aktiven Gehörschutz zurückgreifen. Vor einigen Monaten habe ich ja den Howard Lay Impact Sport gekauft. Das ist er, zusammengefaltet. Er ist von der Form her, von den Maßen her, weitestgehend so wie der Peltor. Preislich, sage ich euch gleich vorneweg, bewegt sich dieses Ding in einer ziemlichen Preisspanne. Ihr bekommt es bei Frangonia für ca. 100 Euro und bei Amazon ca. 50 Euro. Guckt bei Amazon, Link habt ihr hier unten. Was bedeutet denn eigentlich aktiver Gehörschutz? Nun, ein aktiver Gehörschutz ist ein Gehörschutz, der hat Mikrofone. Das heißt, er ist batteriebetrieben. Er hat eine Geräuschverstärkung damit drin, dass man die Umgebungsgeräusche wahrnehmen kann. Und zwar besser. Das heißt, ich kann mich auch mit diesem Gehörschutz ganz normal, ohne die Stimme zu erheben, mit jemand anderen unterhalten. Das bedeutet aber auch, ich bekomme so gut wie alles mit. Und das kann für den einen oder anderen durchaus auch zu einem Problem werden. Als ich den Impact Sport das erste Mal auf der Schießanlage in Alsfeld aufhatte, aber auf einer Meisterschaft, bin ich bald verrückt geworden. Das sage ich gleich vorneweg, weil das sowas von ungewohnt war. Man hört jedes Zirpen eines Vogels. Man hört jeden Windstoß, jedes Geräusch, was drumherum ist, bekommt man mit. Und das ist teilweise relativ weit entfernt. Man bekommt jede Unterhaltung, die hinter einem erfolgt, bekommt man teilweise wirklich ungefiltert mit. Das ist ein bisschen wie ein Hörgerät, wenn man es so will. Aber es bedeutet auch, ich höre glasklar, was der diensthabende RO für Kommandos gibt. Und das ist wichtig. Der Tragekomfort ist in Ordnung. Er ist top. Also ich bin ja auf dem Schießstand grundsätzlich unterwegs und habe immer eine Basecap auf, allein schon wegen dem Schutz von oben, wie es die Sportordnung des BDMP hergibt. Und ich bin Brillenträger, wie man hier unschwer sehen kann. Und diese beiden Faktoren bedeuten immer, dass es Druck auf der Seite gibt, am Brillenbügel wie auch an der Cap. Das kann natürlich passieren, dass wenn die Polster nicht weich genug sind, dass sie nicht sauber abschließen. Oder wenn die halt schon ein bisschen in die Tage gekommen sind und hart und steif werden. Da muss man ein bisschen drauf achten. Aber ich denke mal, da gibt es auch hierfür zum Nachbestellen neue Polster. Aber der schließt sehr gut auf dem Kopf ab, dass also wirklich gedämpft wird. Aktiv bedeutet aber auch, hier ist eine Geräuschabschaltung drin. Das heißt, in dem Moment, wenn ein Geräusch über einer bestimmten Dezibelzahl ertönt, werden hier die Mikrofone sofort zugemacht und es erfolgt die ganz normale Dämpfung durch die Schutzkapsel. Ich finde, für das, was man für das Geld bekommt, ist das Ding super. Ich möchte es eigentlich gar nicht mehr missen. Natürlich gibt es immer, wie ich gerne sage, höher, weiter und besser. Muss ich denn tatsächlich auch 120, 150, 160 Euro oder mehr ausgeben für einen vernünftigen aktiven Gehörschutz? Ich glaube nicht. Der Howard Lay Impact Sport hat in meinen Augen vernünftige Dämpfwerte. Ich komme mit diesem Gehörschutz super klar und auch die Geräuschverstärkung, sprich das, was ich im Hintergrund hören möchte, das höre ich ganz, ganz toll. Einzige Wermutstropfen, den ich ganz ehrlich sage, und da habe ich aber auch keine Vergleichswerte, ob das bei anderen auch der Fall ist. Um die Geräuschverstärkung durch diese zwei Mikrofone, die wir hier und hier haben, vernünftig einzustellen, muss man hingehen über das Poti und das Ding komplett aufdrehen, warten, bis er sich aktiviert hat und dann langsam wieder zurückdrehen, um den Pegel zu finden, den man für sich benötigt. Aber das ist in meinen Augen nicht ganz so dramatisch. Howard Lay Impact Sport, von meiner Seite her ein absolutes Ja. Wer es sich bestellen möchte, Link findet ihr unten. Dazu findet ihr auch, und das finde ich auch eine sehr schöne Geschichte, gerade für den Transport, damit das Ding sich nicht unbeabsichtigt einschaltet, gibt es hier eine Hardcase aus festem Cordura, schön ausgepolstert, wo dieser Gehörschutz zusammengefaltet super reinpasst und dann so ab in die Range weggeschmissen werden kann. Und der Transport ist absolut sicher. Auch hierfür, für diese Tasche, findet ihr den Link
unten in der Description. Gefällt dir mein YouTube-Kanal und mein Blog gunvlog.org? Daumen hoch, finde ich super. Wenn auch ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun. Ich freue mich über jeden Dollar, den ihr mir bereitstellt, um diesen Kanal und meine Blogseite aufrechtzuerhalten. Supporten könnt ihr mich unten über diese Produktlinks, die ich platziere. Ihr könnt mich aber auch unter patreon.com/gunvlog auch aktiv supporten, indem ihr dort einen einmaligen oder einen monatlichen Beitrag dort einzahlt, um für den Fortbestand meines YouTube-Kanals mitzusorgen. Ich freue mich immer darüber.